Im Januar 2022, also in quasi 4 Wochen, sind Plastiktüten endlich verboten. Also endgültig verboten, nicht endlich, endgültig verboten. Deshalb hat der Prestel Verlag ein außerordentlich verdienstvolles, wunderbaren Kunstband gemacht und hat tausende von Plastiktüten zusammengestellt. Und es gibt da eine in einem württembergischen Museum eine Sammlung. Die meisten der Tüten sind aus diesem Buch, umgekehrt, sind da abgebildet in diesem Buch. Eine deutsch-deutsche Geschichte, auch die DDR hatte diverse Plastiktüten. Es ist eine Geschichte des Handels und der Tüten, von designorientiert bis banal, von wertig bis billig, 60 Jahre in Bildern. Und natürlich hat jeder von uns ja auch Tüten, wo er dran hängt. Und dann habe ich halt mal so, bin ich mal in den Keller gegangen, also in meinen Keller, und habe die Mappe mit den Plastiktüten raufgeholt und habe dann gedacht, ja, die sind so schön. Und wenn du jetzt so einen langen Flur hättest, so, ne, oder eine Wand, wo keine Regale stehen, was ich nicht habe, also stehen überall Regale, dann könntest du diese Tüten endlich mal aufhängen. Aber, um Ihnen das zu verdeutlichen, habe ich dann versucht, was zu basteln, was mir, wie gesagt, misslungen ist. Aber diese Tüte, die obere, kommt von der Fondation Bayerler in Basel aus dem Kunstmuseum. Und die untere Tüte, wie gesagt, müssen wir gleich mal gucken, die habe ich ausgesucht, weil, wenn Sie mal schauen wollen, Sekunde. Klingelt's? Genau. Ihr müsst einen kleinen Spaß machen. So, und manchmal, also der Verlag hat ein extrem unscheinbares Buch gemacht. Das heißt Punkt. Ja, also es gibt es übrigens in 4 verschiedenen Farben. Ist auch ziemlich schick. In Gelb und Blau und Pink und Orangefarben. Also trashig, wirklich sehr schön. Und es ist angeblich aus Versehen entstanden, weil der Fotograf Kieran Scott mal angefangen hat zu malen. Und weil er nicht wirklich malen kann, hat er einen Punkt gemalt. Und dann hat er sich eine essentielle Frage gestellt. Hallo, wie geht's dir? Und dann hat er eine kleine Antwort bekommen und dann hat der Punkt weitergefragt. Und wozu Punkte alles in der Lage sind, die glauben es nicht. Das müssen sie sich anschauen. Und ich würde sagen, es ist ein Hand- und Augenschmeichler. Also fasst sich auch ganz wunderbar an. Und es ist eine tröstliche Nicht-Geschichte in allen Lebenslagen. Und es ist einfach nur schön. Fast so schön wie eigentlich fast unsere Bücher alle sind, die wir Ihnen heute vorgestellt haben. Ich danke Ihnen herzlich.